Guten Morgen und willkommen zu dieser Ausgabe der Tourismus Namibia Show, die wir Ihnen jeden Samstagmorgen bringen. Mein Name ist Frank Steffen, ich bin der Redakteur der Allgemeinen Zeitung und natürlich vom Tourismus Namibia Magazin. Auch wie immer an jeder sonstigen Woche haben wir erst anfangs die Topics und dann Destinations und to the point. Also Topics sind dann halt unsere Tagesthemen, will ich beinahe sagen, in dem Fall Wochenthemen. Und dann am Ende Destinations ihre verschiedenen Ausflugsziele, die wir Ihnen gerne vorstellen wollen. Und ja, dann haben wir am Ende wieder zwei kleine Interviews. Aber ich denke, wir haben einen ziemlich interessanten Inhalt für Sie heute. Als erstes dann wenden wir uns den Topics zu. Willkommen zurück. Also als erstes, wie wir schon sagten, Topics, also Themen dieser Woche. Und da haben wir als erstes in der AZ am Freitag einen interessanten Artikel gehabt. Es geht natürlich um Wasserstoff. Wasserstoff ist im Moment, wie wir so schön sagen, das Buzzword. Jeder will Wasserstoff machen oder herstellen. Also das hier ist nur ein Foto zur Illustration, aber im Prinzip geht es darum, Deutschland will also eine zentrale Rolle in Namibia spielen, was diese Art Herstellung anbetrifft und hat darum gemeinsam mit Namibia eine Absichtserklärung zum Aufbau einer deutsch-namibischen Wasserstoffpartnerschaft unterzeichnet. Und Deutschland will Fördermittel in Höhe von 40 Millionen Euro bereitstellen. Also ja, die Bundesregierung hat also absolut vor, bei der Umsetzung einer Wasserstoffstrategie eine zentrale Rolle zu übernehmen. Und das ist natürlich für uns sehr interessant hier, denn vor allen Dingen mit dieser Sache, mit der ganzen Ölsuche oben im Norden da, Rikon Afrika, das hat natürlich dazu geführt, dass solche Sachen uns natürlich sehr willkommen sind. Und das ist in meinen Augen auch die Richtung, in die wir marschieren sollten als Namibia. Ja, und dann haben wir als nächstes haben wir die Holzkohleproduktion. Holzkohle, darüber haben wir jetzt schon einige Male gesprochen und im Prinzip geht es darum, dass sich Namibia scheinbar auf einem recht guten Weg befindet, denn es ist so, dass wir in der Allgemeinen Zeitung wiederum am Freitag darüber berichteten, dass es eine neue Initiative von der Agribank gibt, also das ist unsere Landwirtschaftsbank. Und die hat dann natürlich einige Sachen, die sie da immer vorstellt. Aber in diesem Fall, das ist übrigens Michael Dege da ganz vorne in der Mitte des Bildes, das geht ganz einfach darum, dass die als Agribank jetzt den Farmern, die sich in diese Sache einschalten wollen, die also auch produzieren wollen, dass die jetzt neuerdings Geld aufnehmen dürfen. Und diese Darlehen sind einmal darauf ausgerichtet für solche, die neu anfangen. Also da gibt es das sogenannte Startup-Kapital. Und dann gibt es auch für solche, die schon in dem Betrieb stecken und größer werden wollen, ausbauen wollen, die können sich zusätzliches Geld leihen. Also das ist insofern ganz interessant. Michael Dege von der Namibia Charcoal Association, also NCA, meinte, das Potenzial im Moment ist riesig und es ist noch längst nicht ausgeschöpft. Hier haben wir ein Bild hier, das ist von Cabo Charcoal in Ucho. Und in einem weiteren Artikel in der Republikan hatte der Hans Stein, also das ist einer der Direktoren da, meinte also, Holzkohleproduzenten hätten in diesem Jahr das beste Jahr je gehabt. Also wenn es nach Stein geht, ist es so, dass das Potenzial erstens niemals ausgeschöpft ist, aber was für ihn wichtig ist, und ich denke, das sollte auch für uns alle wichtig sein, alle diese Produzenten im Moment halten sich an diese Umweltstandarde, die vom Forest Stewardship Council aufgestellt wurden, also FSC, ich habe da nachgeguckt, da gibt es keinen deutschen Ausdruck für, also dieses Forest Stewardship Council besteht schon seit einigen Jahren und da geht es eben um die nachhaltige Nutzung dieser Ressource und wie die weiter aufgebaut wird.
Aber es geht des Weiteren darum, dass eben das nicht nur einfach alles abgeholzt wird. Und das ist ja eins der Sachen, die wir auch immer, immer wieder also in diesem Programm ansprechen, dass das Ganze unter Kontrolle sein muss. Elefanten, ja, nun haben wir immer wieder darüber berichtet, diese 170 Elefanten, die dann überall angeboten werden sollten. Dann hieß es auf einer Versteigerung, dann war es eine Internetversteigerung. Und es gibt im Moment diese Franz Weber Stiftung, also FFW, die hat sich jetzt mit dieser ganzen Sache befasst. Vor allen Dingen mit den 57 Elefanten, die bereits verkauft wurden. Sie werden sich daran erinnern, dass wir neulich ein Update darüber gaben. Und eins der Probleme ist ja beispielsweise, dass nicht bekannt gegeben wird, wohin die Tiere alle gehen. Und diese Stiftung hat sich jetzt eben damit befasst und sagt, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Die Namibia hält sich nicht an die internationalen Bestimmungen und auch nicht an die verschiedenen Abmachungen, die es da gibt. Und deswegen hat sie sich jetzt im Prinzip an dieses Sekretariat, also dieses Convention on Trade in Endangered Species, CITES, also das ist diese Schutzorganisation, die internationale, dann haben sie sich zusammengesetzt mit den Schweizer Behörden und dann natürlich mit dem Ministerium selber und versuchen im Moment, diese Verkäufe eben zu einem Halt zu bringen. Also das Ganze soll nicht mehr weiter stattfinden. Das Ministerium, Sie erinnern sich, wir hatten vor 2 Wochen, glaube ich, darüber gesprochen, hat 57 Tiere bereits verkauft gehabt zu einem Preis von 5,9 Millionen. Und wie gesagt, wollen aber nicht bekannt geben, wo diese Tiere hingehen. Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Wir sind Teil dieses Protests, dass wir da auch sagen, so einfach geht das nicht. In der heutigen Zeit wollen Menschen wissen, was mit diesen Tieren passiert. Ich hatte Ihnen da neulich vorgerechnet, dass sich das beinahe lohnt, so ein Tier zu besorgen und irgendwo erstmal abzustellen und dann viel später abzuschlachten und dieses Elfenbeinschwarz zu verkaufen, schnellste Art und Weise zu großem Geld zu kommen. Und deswegen ist es natürlich dann wichtig, dass wir wissen, wo die Tiere hingehen. Das sind also unsere Elefanten. Und als nächstes haben wir wir sagen hier im Lande immer Leguan. Es ist nicht ein Leguan, es ist ein Waran. Wenn Sie jetzt genau gucken, ich war auf der Farm meines Freundes eingeladen und wir fahren des Weges und ich sehe plötzlich, da läuft doch etwas über die Straße. Und dann zack, sofort ins Gras rein und legt sich dann ganz flach. Ich war jetzt sehr nah dran, aber ich wollte das Tier ja natürlich nicht irritieren. Wenn man dieses Foto jetzt größer machen könnte, ich weiß, wo ich hingucken muss, dann sieht man unten so in dem unteren rechten Quadrant, sieht man genau, dass da so ein Auge rausfunkelt. So gut war der versteckt am Ende. Und der Farmer, bei dem ich war, meinte, das könnte sich sogar um ein Weibchen handeln. Denn ich bin dann rückwärts gefahren und habe erst 10 Minuten gewartet und dann kam er irgendwann wieder raus und ging weiter. Und das ist ein ziemlich großes Tier und der Farmer meinte sogar, das könnte ein Weibchen sein, das gerade Eier legen wollte. Hier können Sie es besser sehen, das ist ein Prachtstück, das Ding war richtig groß. Und die Warane bilden eine über 80 Arten umfassende Gattung der Schuppenkriechtiere, habe ich nachgelesen im Internet, und sind aus der Teilordnung der Schleichenartigen, also Anguimorpha. Sie kommen in den tropischen und subtropischen Gebieten von Afrika, Asien und Australien vor und so weiter. Und es ist halt eine langgestreckte Echse mit spitz zulaufendem Kopf, einem langen Schwanz, wie Sie sehen können, der auch schön zuhauen kann. Gott sei Dank, bei mir wurde das Ding nicht aggressiv. Ich glaube, das war, weil ich doch irgendwo noch ihm Platz ließ. Kann bis zu 3 Meter erreichen, wenn wir von dem Komodo-Waran sprechen. Aber das ist hier natürlich, hier in Namibia gibt es die Dinger nicht. Aber ein auffallendes Merkmal der Warane ist die lange und an der Spitze tief gespaltene Zunge. Sie dient beim Züngeln der geruchlichen Wahrnehmung. Das konnte ich sehr viel sehen und habe dann immer wieder versucht, noch ein Foto aufzunehmen, immer in der Hoffnung, dass dass ich so weit komme, dass ich die Zunge richtig gut erwische, aber das ist mir dann leider nicht gelungen. Also das waren die Warane.
Das war auch mal ein seltenes Erlebnis. Ich fand das eigentlich ganz interessant. So, aber das sind schon unsere Topics für die Woche. Als nächstes haben wir Destinations. Destinations bzw. Urlaubsziele, Urlaubsideen, die wir Ihnen immer gerne zu diesem Zeitpunkt dann vorstellen. Und da haben wir diesmal von der Leandrea Lau, die hat mit einem Kenneth Capitaco gesprochen. Und der Kenneth Capitaco ist einer, der Touren anbietet bei Sandwich Harbor. Und wir hatten ja andere ähnliche Angebote schon mal hier. Und er hat sich dann mit ihr unterhalten über. Also die hatten wohl neulich eine Versammlung von lokalen Touranbietern da unten an der Küste. Die haben das Gefühl, dass sie da so einen eigenen Verein gründen wollen. Hat er sich dann näher mit dem Ministerium für Umwelt, Forstwirtschaft und Tourismus befassen soll und dann unter anderem auch mit dem Namibia Tourism Board, also dem Tourismusrat. Und er ging dann näher darauf ein, wie Covid sie bis jetzt behandelt hat und was sie daraus gelernt haben. Und im Prinzip, ich finde das gut, dass sie sich dazu zusammentun. Ich finde es auch gut, dass die Lokalspieler sich untereinander verständigen und das eben über formalisierte Vereine tun. Ich hoffe nur am Ende, dass die Tendenz nicht die ist, dass man jetzt unbedingt nur noch wegschaut von Tarsa, sondern dass man in meinen Augen dann lieber hingehen sollte und gucken sollte, ja, jetzt haben wir unseren Lokalverein, was ja wichtig ist, denn das sind ja andere Umstände an der Küste als wie anderswo. Aber wie können wir uns dann am besten noch bei Tarsa mit einbinden? Und denn das ist ja schon wichtig, dass sie am Ende als eine Stimme angesehen werden und vor allen Dingen eine repräsentative Stimme sind für das ganze Land. Also ja, aber Sie können sich das ja selber anhören. Hier ist dann also Kenneth Capitaco. Kenneth, you there was a meeting today with various tour operators. Can you just tell us why the meeting and what was discussed? All right, we came up with a meeting with various different tour operators Monday doing tours to Sandwich Harbor or local tour operators from Swakopmund and Wolfish Bay regarding different aspects that we had, different issues that we had that we wanted to discuss on MAT. One of those issues was obviously the high park fees that were increased recently. I mean, if you look at the list that we have, park fees have increased from what they were, like 400%, 150%. There are some issues that we had wanted to discuss with them regarding rules and regulations of the park, the Namib Norklift Park. You find we as tour operators buying permits every day to do tours in the Sandwich Harbor, and then you find a random person just driving into the park without any permit. And there's a few issues that we wanted to discuss with them and a few issues that we want to tackle with MAT. The main issues was obviously the park fees, because I took that up with the director of MAT in Windhoek 2 months back, and where we discussed if maybe MAT could have put the increase of park fees on hold. The tourism sector is one of the hardest hit sectors by COVID. A lot of companies have closed down, a lot of people have been retrenched, and we have decreased our prices so we could accommodate local tourists just to keep afloat. We are autopilot. Now, with the high increase of park fees, this has really put a big dip in our budget and in our coffers as well. So that's why we wanted to sit with MAT and discuss that maybe if they can hear us out and just put a hold on the park fees till we are out of this this COVID-19 epidemic and crisis that we're facing right now. Now, there were also talks of establishing an association. Was that also done today?
Yeah, look, establishing an association would be amongst the local tour operators that are operating in Walfish Bay, in Swakopmund. This association will obviously help us also help MAT and NTB, you know, control a few things in the park, you know, like illegal vehicles entering the park, illegal activities taking place in the park. This will also help us help MAT to have control over issues of, you know, sometimes you find illegal tour operators that are operating without any licensed vehicles. It will bring control over the whole area that we are operating in as well. But was it established today or are they still talking? It was not established yet. Mm-hmm. We're going to have a meeting on the 2nd of September, in 2 weeks' time, where we're going to come up with a committee that is going to represent this association. This committee is obviously going to be working hand in hand with MAT and NTB if there's any issues that we need to discuss, or if there's important, you know, changes that we want to do regarding rules and regulations of these areas that we're operating in, mainly Sandwich Harbour, so the Namib Nautilus Park. So it's still gonna be sorted out in 2 weeks' time. Awesome. Now, as a tour operator, how have you been keeping afloat? I've been on autopilot. All right, as a tour operator, you know, as I've mentioned earlier, we since last year when the country was open up for business, we dropped our prices to accommodate local tourists in Namibia. And I really take my hats off for local Namibians. They have really come through for us. They understand that we are going through a drastic time. You know, we also want to talk about the good part. We have had a lot of local, international clients coming in as well, but it's not as the way it was before. We're taking baby steps. Industry is growing a little bit. Hopefully, if the country could understand the whole aspect of behind these people getting vaccinated, it will also be a big bonus for us as a country. You know, tourism being one of the biggest sectors in the Namibia's economy that brings billions of dollars to the Namibia's coffer, that has employed thousands of Namibians. One issue that we have is obviously the rate that people are getting vaccinated is very low. Mm-hmm. And recently in Namibia, it was also marked as the not to go to country by certain European countries, but it's obviously off the radar now. If people get vaccinated, it will really help us a lot, or get more tourists in Namibia. It will bring comfort in European countries where most of Namibia's tourists come from, to come visit Namibia and, you know, have the tours done in Namibia. And then just finally from my side, you know, there's a few tour operators that are just plain arrogant, and yeah, you get those self-drive people as well that don't follow the routes like they're supposed to be. Yeah. What would you like to tell them? Well, to those tour operators that are obviously not following the rules and regulations, look, Sandwich Harbour is a very special place. It's one of those World Heritage sites as well. You know, for them, it's probably just a little pocket, making money pocket in the pocket, but for us as legal tour operators that are fully registered, this is a business for our families. This is what pays our bread and butter. It's business for our kids in the future. Message to you is, if you want to do the right thing, register your company like all of us did, you know, follow the right procedures. It is not difficult to register a company. It is not registered to get the relevant documents. Play by the rules, because you're busy playing in our yard, and if you don't follow the rules, we'll buy back as well and sort you out. Going through COVID, as tour operators, everybody back in the past was running his own race and doing his own thing. Everybody didn't want to work with other tour operators, you know, you did your own thing. But COVID has brought a lot of tour operators back together on the drawing board. We started associating more with fellow tour operators. We started working more with each other. COVID has also told us, you know, not just to invest in your eggs in one basket, especially as in the tourism sector, because we never knew that COVID would hit the tourism sector so hard to its knees, you know, down to the ground. So it has brought closure to people, you know, working together. It has helped us help each other survive through this whole thing. So those are the lessons that we have learned
the tourism sector, and don't take anything for granted, definitely. COVID last year, when we opened up the country for operating and people starting to move around last year, we dropped our prices to accommodate Namibians. In the past, it was not really done that way. You know, we did have our Namibian rates, but it was still too much for Namibians and stuff like that. But we looked at, you know, how can we accommodate Namibians? And we dropped our prices drastically to accommodate Namibians. I believe lodges also did this. You know, hotel establishments, guest houses have done that. And Namibians really stepped out to help us through. You know, you're not making a big of a profit, but you're making a profit to survive as well. And in the same vein, it has also taught Namibians about their home country. It has helped Namibians realize that how much beauty lies in their own country. You know, Namibians like traveling abroad, going to Cape Town, going to Dubai. But us dropping the prices and accommodating them has also taught them about their own country, to know their own country's history, to experience what foreigners are experiencing in Namibia. So we are definitely going to keep our prices. Personally, my company is going to keep their prices low for the local Namibians. A lot of people ask the same questions. I mean, if COVID is over, I can go back to normal prices. No, I'm not. I'm going to keep them local, prices local for Namibians. We have seen the numbers coming in from Namibians, and we really appreciate their effort and help helping us out. So from my side, your prices are going to stay the same, right? It's like the request from the health sector is to educate people more on the vaccines. Go out in the rural areas, try to convince people to get vaccinated, make them understand why they have to get vaccinated, because you'll find a lot of people in the villages, a lot of people who are a little bit not well educated, that don't know why I must get vaccinated. You know, yes, they know there's COVID out there, but I believe if they go out and educate people more about why getting vaccinated, what are the positive aspects of this vaccination, people will understand more. Because, you know, social media has been spreading a lot of rumors of people not don't get vaccinated because A, B, C. But if they do go out and educate people, it will really be a benefit to us in the tourism sector. The more people we have vaccinated as a country, it will help bring ease to the tourism sector. It will bring comfort to those countries that provide where our most tourists are coming from, which is Europe. Imagine if 80% of the EU is vaccinated, it will bring a lot of, not only the tourism sector, but other business sectors as well. It will bring more investors back to Namibia. People will have that ease of, okay, country is vaccinated, we're good to go. Ja, und das war Kenneth Capitaco mit ein paar interessanten Ideen. Ich hoffe, Sie konnten der Sache folgen. Ist natürlich ein englisches Interview, ist ja ganz klar. Als nächstes haben wir Pandus Guesthouse. Also der Pandu, den findet man gleich auf dem Weg von Ondangwa rüber nach Oshakati. Das können Sie sehen, das habe ich da unten eingezeichnet. Das ist gar nicht so weit weg von der Kreuzung, die dann zu diesem Entertainment Center hochführt. Also diejenigen, die Ongwe Diva kennen. Beziehungsweise es ist auch nicht mehr weit an dem Weg entlang, hat man gleich vorne Ben's Building Supplies, das habe ich da eingetragen. Und gleich neben Ben's Building Supplies ist ja dann die Ongwe Diva Trade Fair. Also das ist dann da, wo einmal im Jahr die lokale Expo stattfindet. Also deswegen, Pandu ist sehr nah. Und ich finde es super, dass man eben sieht, wie hier diese Sachen besser werden. Also die Tuyaimo Iwawa Haidula, das ist unsere Kollegin da oben, die ist eben in diesen sogenannten O-Regions, das sind die Regionen, die zu tun haben mit Ovamboland, also Omosati, Oshana, Anguena und Oshikoto. Und ja, das sind halt die Gegenden, wo diese Art Entwicklung jetzt stattfinden. Sie wissen, dass ich immer wieder einer von den Leuten bin, die da dafür sind, dass das oben besser entwickelt wird, besser besucht wird. Und das liegt so ein bisschen an uns, auch die nötige Neugierde an den Tag zu legen und wirklich mal dahin zu fahren. Einfach zu sehen, wie die Menschen leben, was sich da anders verhält als anderswo im Land. Denn ich denke immer noch, mein altes Argument, wenn man sich die Mühe macht, nach Kenia zu fahren, dann kann man sich auch die Mühe machen, oben ins Ovamboland zu fahren. Man verbindet das mit einem Trip in die Etosha-Pfanne. Immer schön, ob man nun links rum oder rechts rum fährt. Es gibt immer eine Möglichkeit, da den Abstecher zu machen und dann von da aus hoch entweder Ruakana. Man kann sogar von der Ostseite sich das ganze Ding annehmen.
und fährt ein bisschen erst unten bei Namutoni rum, geht oben raus, Ovamboland, fährt rüber nach Zandi, rüber ins Kaokofeld sogar oder eben unten wieder rein in die Etosha und kommt dann bei Uchu unten am Ende wieder raus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber immerhin, kommen wir, hören uns mal das Interview an oder beziehungsweise das kleine Video an, das die Turyaimo uns zugesendet hatte. Our servants here, we have a swimming pool that you can see here. Our clients that are booked here, they swim for free. And people from outside, the limit is $40 per person. For small kids, it's $20. Welcome to eat here. When they are not booked here, you can come for lunch or dinner. We offer foods like lambo chicken, edingu, T-bones, seafood also. Yeah, and the price, it's good. Okay. For the restaurant, we are open 24 hours, 24/7 actually. You can order anytime. We can be at your service any time of the day, any time of the night. And this is how our standard rooms look like. The price is $500 that automatically includes breakfast. And we also have other ranges which are $400, $450, and our other room is $600. So actually four people are allowed to book in here. Two. Okay, our beds are two people per room and three if there's a child. So maximum is two people, minimum is one person. This is a $600 room. Very nice. Too big and comfy. Ja, und das war Tuyaimo, die sich da ein bisschen schlau gemacht hat bei Pandus. Wie gesagt, oben bei Onguediva und ich finde vom Standard nichts mit verkehrt. Wir buchen uns ja sonst auch nicht immer prinzipiell in 5-Sterne-Hotels ein und dieses deutlich sauber, ordentlich. Man kann da gut einen Abend verbringen und ich bin immer dafür, wenn man im Urlaub ist, dann
kann das jeder von uns sich mal selber vor Ort angucken und kann sich vor allen Dingen in Ongwediva und Dangwa und Oshakati mal umsehen. Einfach sehen, wie die Leute ihr Leben da leben, was die Kulturen alles beinhalten und so weiter. Das sind unsere Destinations für heute. Als nächstes haben wir To the Point. Ja, nochmals willkommen zurück und wie gesagt, jetzt haben wir To the Point, das ist, wo wir normalerweise Interviews Ihnen bringen. Und da haben wir diesmal ein sehr interessantes Interview, ich finde das Ding super. Yolanda Nell hat sich mit dem JP Nickel unterhalten und der JP, der hat sich scheinbar entschieden, ich nehme mal an, dass er das nötige Kleingeld hat, hat sich scheinbar entschieden, er will jetzt mal einfach drauf losfahren. Und wenn er dann schon mal drauf losfährt, weil er festgestellt hat, er kann theoretisch auf Teerstraßen bis von Afrika, also von Südafrika aus, permanent über Teerstraßen bis nach Moskau und weiter gelangen. Und dann hat er sich gesagt, naja, dann kann ich genauso gut auch nach China fahren. Und das macht er jetzt, aber er ist jetzt seit 2 Monaten in Namibia. Und hören Sie sich an, was er zu sagen hat. Welcome back, ladies and gentlemen. Today I'm joined with a tourist and traveler all the way from Cape Town. JP, thank you so much for your time and meeting with me here in the bush. In the bush, yes. Quickly tell us, you're on your journey Cape Town to China. Tell us about this. In my head, I started planning this 5 years ago. I've always wanted to do a really big trip. Initially, the trip was just going to be circumventing Africa. But then with the whole corona situation, I decided, let's Google how far I can drive from Cape Town. Believe it or not, I understand that you can walk or cycle or drive from Cape Town to the middle of Russia on tarred roads. So I decided, okay, why don't I just drive to China? So I'm driving to China. How long is this journey going to take you? Really, there's no time frame. I'm not particularly fazed about time. I don't have any time frame restrictions, but I do think it's going to take between 3 and 5 years. It's the most difficult part about this journey is the beautiful countries. You don't actually want to rush. Most people, in my opinion, you drive from point A to point B and your actual aim is your destination. On a trip like this, the actual destination is almost irrelevant. I'm somewhere here on Google Maps and I have to get somewhere there on Google Maps, but how I wiggle my way through, it's fine. Namibia has been a particularly interesting eye-opening. I've seen beauties that I didn't think I'd see, and I've been here now just on 2 months. Wow. Yeah. What has been your favorite of Namibia? Oh, that's such an unfair question. There's so many. There's really so many. Strangely enough, I really enjoyed Swakopmund as a town, but in terms of the bush environment, the Coca Land. This vehicle is self-contained. It has water, it has food, it has electricity, a fridge, freezer. So I was able to go into the Coca Land for 4 days. I could have been there for 2 weeks. It's just breathtaking. I find that a lot of Namibia, the geology of Namibia, the rocks and the mountains and the hills, it's quite rough, big chunky sharp rocks. The Coca Land, it's soft flowing sandy hills where it kind of envelops you and welcomes you in. Why did you decide to travel? I guess the answer is, why not? Look, my opinion is we have seasons in life. We grow up, we study, if we're lucky enough to study, we start a working environment, we buy a house, we aim for retirement, we go into retirement, we die. I don't want that. I want to explore the world. So I'm in my mid-40s, I've made a little bit of money, I've got a vehicle, I have the physical ability to go traveling, and I have a desire to explore the world. Why not? So what have you learned during your journey? Initially, it was very difficult to be a wild camp.
I probably wild camp 25 days out of 30, which means I'm in the bush, I'm in the mountains, I'm in the desert, self-sufficient. It was very difficult initially to have my own company. Now people say, hey, I'm really comfortable with my own company. What they really mean is the TV in the background, you're on your cell phone or on WhatsApp, you've got your computer going ping, ping, ping with emails, and hey, I'm on my own company. No, 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 no. In the bush, there's nothing. There's nothing but you and the sound of nature. And initially, actually, your eardrums hurt a bit because it's so quiet. It sounds weird, but it is. So I've learned that there's so little that we need to be happy, I must be honest. And it actually costs so little. Sure, there's a bucky and a canopy and all those things that I needed to buy, but once you're on the road, it doesn't cost a lot of money to be happy. It doesn't have to be expensive restaurants and vehicles and houses and holidays. It's just the simple simplicity of being one with nature. So tell us, how has Namibia been treating you? Weather-wise, it's been amazing. I arrived just before you had that cold snap. That was no fun. That was showering at -3 degrees Celsius in the morning. With Africa, there's no hot water in this thing. So once I get to Europe, if I get to Europe, I'll install hot water, but it's cold water. But -3 is a little bit colder than you actually want to. I showered that morning and I actually wrote the word cold on my bonnet for the icicle. So that was cold. But weather has been astounding. I come from Cape Town. We have a cold, biting, strong wind a lot of the time. You've got beautiful, mild weather in Namibia. Your people are friendly. Everyone is friendly. No country is perfect, but Namibia is friendly. The people have been fantastic. Your road structure is superb. A lot of gravel, it's kind of part of the fun, but it is great condition. Namibia is a great country. Where have you been in Namibia? I think my polar steps says that I've done 8,200 kilometers in the 8 weeks I've been here. I arrived from South Africa, Richtersveld, through Fjellsdrift in the south, and then I've wiggled my way all the way up the coast, all the way up to Swakopmund, Henties Bay, to Messam Crater, into something called the Dead Sea. You've got a tiny little Dead Sea in the middle of Namibia, if you don't know. And then I went into the Messam Crater, through Messam Crater, to Spitzkoppe. Up from Spitzkoppe, I headed all the way up to Kokoland, and then Kokoland, I come back just past the western side of Itashapan to Windhoek to do a number of things and to meet awesome people. And the journey is a question mark from here. Great. For how long have you been on this journey? 10 months. I'm a South African, but unless you've got the means financially to do so and the time to do so, to travel in your own country for a length of time, not a week here and a week there, and I just had the most amazing time. My favorite country at this stage, out of all the countries I've ever gone to, is South Africa. It's just amazing. So I did 4 and a bit months in South Africa, spent a nice long time in Mozambique, Kruger National Park, Botswana, back into South Africa to say goodbye to family and friends for the last time, and then now 2 months here. So before you know it, you're at 10 months. That's amazing. It's fascinating to meet people knowing that, you know, everyone wants to travel, everyone wants to see the world, but there's challenges. And then meeting someone who actually does it, it just kind of gives that hope, that little fire, that little flame that can turn into a fire. Yolanda, there is no doubt about it that the greater the things that we want to achieve in life, the other side of the coin often is sacrifice, thinking medium to long term, planning, keeping your foresight going, and just holding on to that goal. But really, if you have a long-term goal, we're talking 3 years, you can save, you can plan. I would say that anyone can do that. You can do this kind of journey with children. If you Google a guy called Graham Bell, it's just one of a number of people, they've been traveling with their two kids for 5 years. This, you can travel around the world. I've met people with young babies, with teenagers traveling around the world. It's not an expensive thing to do. You just got to bite the bullet. It's not always easy, but you've got to say goodbye to your DSTV and sometimes your hot water in the morning. JP, thank you so much. And good luck on your journey. And I hope you come back to Namibia one day.
It depends on what's here for me, but it's a great land and great people, and I'm hoping so. And then you can come tell us how China was. And all the other countries, 50 odd countries. Here we go. Ladies and gentlemen, we will be back shortly. Thank you. Ja, JP, ich bewundere solche Leute und ich hätte gerne das Geld, damit ich ihn begleiten darf, denn das muss ja wirklich ein Erlebnis sein, wie es nur einmal im Buch ist. Also wir wünschen ihm viel Glück und hoffen, dass Yolanda irgendwie mit ihm den Kontakt beibehält und dass wir auf diese Art ihm zwischendurch immer mal was bringen können, wo er hinfährt, was er unterwegs macht und so weiter. Also das war JP Nell aus Kapstadt, das ist ja noch Anfang. Und in den nächsten 5 Jahren will er dann irgendwann spätestens in China gelandet sein. Als nächstes haben wir dann nochmal einen kurzen Beitrag. Sie wissen ja, dass wir neulich diese Sendung hatten, wo es darum ging, dass Recon Africa so ein bisschen ins Visier geriet. Das Women's Leadership Center hatte eingeladen. Wir hatten das live als Livestream auf der Tourismus Namibia Internetseite oder Facebook-Seite, muss ich sagen. Und da ging es eben darum, dass unser Präsident uns immer wieder nahegelegt hatte, dass wir zu viel reden und so weiter. Und am Ende meinte eben das WLC, nee, so ist es nicht. Und hatte den Matthew Totten eingeladen, der hatte ja seine Meinung gegeben. Und dazu hatten wir in der vorigen Show so eine kleine Zusammenfassung. Jetzt hören wir uns eine kleine Zusammenfassung an, die von der Renani Musutwa stammt. Und zwar Renani war diejenige, die vom Economic and Social Justice Trust dabei war und eben ein paar Kommentare hatte über, was da oben nun wirklich vor sich geht und wie das die Menschenrechte berührt. Gucken Sie sich das selber an. Good morning everybody. Thank you so much for coming to this very important event. So my presentation is around all the rights that Recon Africa has been abusing. That's because Recon didn't really engage, interested parties and affected communities. So no objections or concerns were raised or published in Recon Africa's final environmental impact assessment as required by the Communal Land Reform Act of 2002. So when it came, it just started, drilling and started evicting people, indigenous people from their ancestral land. Like they just come and say, okay, we're gonna start drilling, can you move please? So when they started drilling, actually they started in the Mahangu field of a local farmer without his permission or compensation or without making any arrangements of reallocating him to another land. Our groundwater, soil, and air will be contaminated by Recon's activities, and this really poses a huge health risk to residents living near the drill sites. And imagine this is just going to go on and on like that unless we stop them. If you Google NORM, that's NORM, that's Canadian regulations on oil and gas exploration. That explains to you that that's not actually supposed to happen. Why are they trying to poison our local farmers? That we really don't understand. Now, allowing Recon Africa to operate in protected areas, because where Recon Africa is drilling at the moment, there's community forest there and there's conservancies as well. If we allow Recon Africa to continue operating in protected areas, that definitely goes against our values. That's what we are well known for. We are a conservation country. That's what we are known for. Government is entrusted to protect indigenous people's land rights and to ensure that they have access to resources that they depend on for survival. And in this instance, government has truly failed to protect the Namibian people and protect our fragile ecosystem. We don't understand why President Hage Geingob is so much in support of Recon Africa with all its corrupt and unethical practices here in our country and undermining our human rights and violating our laws. So how can the president support such a company? Ja, und das war Renani Musutwa, die hat eben da sich unterhalten. Und was heißt unterhalten? Das war ja nicht mit uns unterhalten, sondern war, wie gesagt, so eine kleine
Zusammenfassung der Höhepunkte aus der Präsentation, die sie da vorlegte. Das ist aber übrigens schon das Ende von unserer Show heute. To the point ist ja immer der letzte Teil. Ich hoffe, Sie nicht zu viel gelangweilt zu haben. Ich hoffe, es war interessanter Stoff für Sie mit dabei und hoffe, Sie deswegen auch in der kommenden Woche dann wieder unterhalten zu dürfen. Bis dahin bleiben Sie gesund. Machen Sie sicher, dass Sie sich, wenn es geht, impfen lassen. Denn das ist die einzige Art, wie wir hier durchkommen, damit wir Sie irgendwann hier im Lande viel relaxter, wie wir das so gerne ausdrücken, willkommen heißen können. Bis zum nächsten Samstag verbleibe ich und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.